Herzlich willkommen zur 35. Folge Raft mit dem Felix. Hallo. Den habe ich jetzt irgendwo verloren. Der muss jetzt hier irgendwo noch unten rumschwimmen, aber ich habe keine Ahnung, wo er ist. Und ich habe auch Ich keine. schwimme nicht, sondern ich bin irgendwo in diesem Gebäude drin. Ich habe bloß absolut keinen Plan, wo ich bin. Ich sehe bloß deinen Namen irgendwo. Ja, ich bin einfach nur nach oben geschwommen, tatsächlich. Aber. Ich kann nicht schwimmen, wenn ich in einem trockenen Raumgebäude drin bin. Okay, ich war mitten im Wasser. Tatsächlich. Ich bin, glaube ich, auf dem besten Weg hier rauszukommen gerade. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das ist sehr interessant. Keine Sorge, das weiß ich selber auch noch nicht so ganz, wo ich bin. Geil. Da ist zumindest Felix. Du bist irgendwo drin. Und ich bin draußen. Richtig. Warum bin ich hier draußen? Warum bist du da drin? Ich habe aber die Tür gefunden, so rauszukommen. Und die ist wo? In dem einen Tunnel, wo wir reingegangen sind auf der anderen Seite. Die Frage ist eher, wo bist du? Nee, auf der anderen Seite wahrscheinlich dann. Ja, ist das geil. Das Gefühl, du bist irgendwo hinweggebackt, wo du dich hinwegbacken solltest eigentlich. Wo bist du jetzt? Ich bin gleich beim Floß, also ich bin draußen. Ich bin im normalen Weg, wie man rauskommen sollte, wo wir rausgekommen sind, rausgegangen. Ja, dann müsstest du nochmal zurückkommen, weil ich komme nämlich hier, glaube ich, nicht mehr raus. Ich habe hier keinen Plan, wo du bist, das ist ja mein Hauptproblem gerade. Du warst doch eben schon bei mir da vorne dran. Noch nicht so ganz, wo du bist. Du bist irgendwo hinter einer Wand hier, oder nicht? Ja, da. Kommst du nirgendwo raus, oder wie? Wo bist du jetzt? Auf der anderen Seite der Wand, da gibt es keinen Weg rüber. Du bist irgendwo durchgebackt, frag mich nicht wo. Aber hier ist alles jetzt voller Fenster und sowas. Ich weiß, du bist im Gebäude daneben, aber irgendwo müsste da noch ein Ausgang sein, oder nicht? Oder kommst du nirgendwo durch? Ich komme nirgends durch. Hier ist ein Fenster. Ich komme nirgends weg. Also grundsätzlich weiß ich, wo du bist, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Das ist doch scheiße, ist das doch. Mega geil. Und nu? Wenn du nirgends so rauskommst, ist halt die Frage. Ich kann von außen schwer das Gebäude kaputt machen, ne? Heißt, entweder du bringst dich mit dem Escape-Menü um, wenn das da überhaupt die Einstellung noch gibt. Aber dann sind dann alle Sachen weg, ne? Das wäre halt schon
Ja, ich lasse mich mal ertrinken, weil ich habe hier keinerlei Möglichkeit, in das Gebäude reinzukommen. Wolf, fängt ja gut an hier. Yay. Natürlich ganz, wie du es geschafft hast, da zu bleiben oder zu landen, wo du warst. Ich habe auch keine Ahnung. Hallo. Na, wir müssen jetzt noch einmal zum Kran, glaube ich, hoch. Aber du hast eh kein Zeug mehr, also wirst du jetzt erstmal dein Zeug vermutlich machen wollen. Denke ich mal zumindest. Was brauche ich denn für Wobei wir, Zeug? glaube ich, eine Wasserflasche und Essen im besten Fall und dann halt eventuell noch eine Waffe, ne? Geil ist, die Waffe habe ich noch. Die Wasserflasche habe ich auch noch. Paar Sachen bekommst du ja auch beim Respawn wieder. Also 80% oder sowas verlierst du ja nur. Ich habe Schwein gehabt. Ach, wie schön, der Bug ist immer noch drinne. Ah. Ich höre wieder, wie du jetzt dir gerade Wasser aufgefüllt hast. Ah. Habe ich gar nicht. Ich höre es hier. Okay. Das ist einer der nervigsten Bugs überhaupt. So toll. Ja, für mich nicht, für dich ist es egal, weil du das nicht hast. Ja. Stimmt ja, hier war was. Hier war ein Viech, was wir überleben lassen haben extra. Ist doch sehr schön. Du bist jetzt noch da oben drauf und bist auf dem Kran und machst da irgendwelche tollen Sachen. Korrekt. Okay. Es müsste jetzt gleich dieses Ding, was da oben am Haken dran ist, glaube ich, runterfallen. Dann gucken wir mal. Ne, das geht nach vorne. Landet es auf der anderen Hälfte oder so was. Ja, da. Du hast unser Floß kaputt gemacht. Schön wär's. Ah, da rutscht er runter. Wie so ein Flummiball springt er wieder zurück. Was muss jetzt da drüben noch machen? Weiß ich ja eben nicht, das ist so gerade das große Problem, was ich habe. Also, dass ich ganz unten eine Tür aufgemacht habe. Sehr schön. Das hast du toll gemacht. Vermutlich wärst du jetzt aus dem Gebäude rausgekommen, übrigens. Toll. Ich weiß nur noch nicht so ganz, was es jetzt uns gebracht hat, dieses Ding da rein zu pfeffern. Das kann ich auch nicht sagen. Irgendwas muss es ja gewesen.
sein und so. Mal schon, ja. Ja. Aber ich weiß noch nicht so ganz was. Warum nicht? Okay. So, hier ist noch eine für fortgeschrittene Batterie, hier ist die Koordinaten. Okay. Das Problem ist, dass man im Optimalfall ja keine Sachen hier vergessen will. Sowas wie Blueprints, so, weil die, also die Ressourcen sind ja im Normalfall kackegal, also. Und die kommen wir ja auch an dem, so gut wie alle eigentlich auch so ran. Zwar einfacher durch irgendwelche Kisten, aber die Blueprints sind natürlich wichtig, ne? Richtig. Also ich weiß nicht, was los ist, ne? Ey, seit diesem OBS-Update. Boah, das ruckelt bei mir. Spiel oder die Aufnahme? Beides. Schon schön. Und das halt nicht nur ein bisschen. Mir läuft alles flüssig. Also von meiner Seite aus könnten wir ablegen. Dann mach mal. Die Koordinaten hast du? Der Wind geht sogar fast exzellent in die Richtung, wo wir hin. Okay, der Haken hat dich fast erschlagen, auch okay. Verlust ist überall. Ja, das passiert halt mal. So, und wenn wir jetzt fahren, kann ich dir ein paar Sachen in deine Essenskiste packen. Gut, dass die Kiste nicht jetzt schon auch so voll ist wie sonst was, ne? In der rohen Kiste ist was drin für dich. Mann, 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 würden wir mal anfangen, unsere Kisten wenigstens leerer zu räumen, ey. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, aber nö. Wieso zu gern, wo haben wir denn das ganze Essen her? Meinst du den rohen Fisch oder was? Oder Allgemein generell? alles. Naja, einiges bekommt man ja aus Lootboxen. Und das Haifleisch haben wir von dem Töten des Hais bekommen. In Unmengen. Die viel interessantere Frage ist, woher wir die ganzen teuren Sachen bekommen haben, die wir hinten drinnen lagern bei
unserem Ding hier. Da ist ganz schön viel Eisenzeug drin, wenn man sich das so anguckt. Ja. Blueprint. Ach, er hat jetzt seinen Bauarbeiterhelm auf. Ja. Wie weit müssen wir denn fahren? Vorhin waren es 1900 Meter. Kann aber gerne noch mal gucken, jetzt schnell. Sind jetzt noch 1800. Okay. Ich meine, wir sehen ja auch im Hintergrund immer noch die alte Insel, also von daher können wir nicht so weit gekommen sein, ne? Hey, du hast ihn wenigstens weggetrieben, ne? Warum wird denn das jetzt schon wieder dunkel? Warum ist hier eine Wasserflasche drin? Ich habe keine Ahnung. Glaub, eine habe ich gebastelt, eigentlich für die Taucherausrüstung, die sich jetzt schon wieder eh streckenweise verabschiedet hat. Also von daher ist. Ja. Fortgeschrittener Scheinwerfer, die bessere Batterie. Das ist geil. Eine Windturbine. Das heißt, wir können Batterien wieder aufladen. Und jetzt kommt das viel bessere. Ist ein Life Changer. Elektrogrill. Heißt, wir brauchen zum Essen zu bereiten nur noch Batterien, die wir wieder aufladen mit Windenergie. Was kostet so ein Windkraftwerk? Ja, wir müssen erstmal Titan irgendwo finden. Ich weiß ja bloß nicht, wie man es bekommt, ne? Aber Wir brauchen 4 Titanbarren, der Rest ist machbar. Und das Ladegerät kostet auch nochmal 4. Also brauchen wir 8 Titanbarren plus eventuelle Batterien plus noch ein paar Titanbarren für noch größere Lager. Also eigentlich bräuchten wir schon so 20 Titanbarren oder sowas. Allerdings weiß ich immer noch nicht so ganz, wie das funktioniert, weil wir, glaube ich, den Metalldetektor oder so craften müssten. Und dann müssen wir mit der Schaufel oder so das Titanerz ausbuddeln oder so. Keine Ahnung, denke ich mal zumindest. Ich wüsste jetzt sonst nicht, wo der Metalldetektor für ist. okay. Find's aber geil, wir haben bisher noch nicht mal den schlechten Scheinwerfer genutzt, aber wir können jetzt den besseren Scheinwerfer craften, ne? Also ich hätte ganz gerne schon einen Scheinwerfer, wäre bestimmt so geil gewesen, ne? Vermutlich schon, ja. Aber es gibt den Ruck. Das Traurige ist, wir haben den Rucksack nicht mal freigeschaltet, aber haben ihn uns halt gekauft, ne? Ja, kannst du mal sehen, wir sind doch hier super dabei, oder nicht? Habe ich gehört. Bisschen eigentlich schon, ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, haben wir noch ein paar. Sagen. Oh, guck mal hier, guck mal, Schrank. Ich habe schon erwähnt, dass ich die Sonne nicht mag, wenn man am PC sitzt. Ich sehe einfach nicht bei meinem Bildschirm, so hell ist das. So ein bisschen Okay. widerwärtig. Wer hat sich Sonne ausgedacht? Ganz, ganz schlimm. Keine Ahnung. Das heißt, im Optimalfall gucken wir jetzt auf die nächste Insel, die jetzt dann kommt in 1500 Metern. Ja. Hoffen, dass es da einigermaßen gut klappt und dann müssen wir mal gucken, ob danach überhaupt noch was kommt. Ja, wäre witzig. So, die nächste Insel ist dann. Temperance und darauf kannst du Titanohr holen. Das heißt, wir sollten im Optimalfall vermutlich bis dahin einen Metalldetektor haben.
Was kostet der Spaß? Metalldetektor. Kunststoff, Schrott und eine Batterie. Ist alles machbar, müssten wir alles locker haben. Eventuell sogar zwei, damit jeder einen hat, aber mal gucken. Ich weiß ja nicht, ob die Strom und Batterien selber brauchen, um zu funktionieren, aber vermutlich schon. Vogelschwarm kommt wieder an. Wo? Der Hai ist übrigens ganz hinten am Angreifen. Aber ich habe festgestellt, dass ich kein Wasser mehr habe, also ungünstig. Ja, auf alle Fälle. Allerdings würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Warum? Weil ich das sage. Okay. Korrekt. Tschüss. Tschüss.